So, willkommen zurück, meine Lieben, zu Let's Play Evoland. Ich bin der Drinky und entführe euch hier auf eine kurze oder längere Reise in die Geschichte der Rollenspiele. Die, die zugeschaut haben, wissen schon, was das für welche sind. Das sind Statuen, denen man in den Rücken fallen muss und sie dann hinterrücks ausschalten muss. Wahrscheinlich, damit wir weiterkommen. Es sind gleich 4 davon. Ich bin im letzten Part schon mal gestorben. Ah! Und jetzt schon wieder! Ja, vom Teufel spricht, ne? Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, ein Gamepad anzuschließen. Deswegen muss ich jetzt weiter mit Tastatur spielen. Ich hoffe mal, dass ich es für die nächsten paar Aufnahmen dann mal schaffe. Weil es gibt, glaube ich, Interessanteres, als mir beim Failen zuzuschauen. Obwohl, von manchen Let's Playern ist das ja auch das Konzept. Von meinem bis jetzt noch nicht. Ich bin eigentlich relativ überzeugt davon, dass ich in den meisten Spielen recht gut bin. Ich sollte einfach aufhören zu sagen, dass ich gut bin. Und lieber mal machen. So. Jetzt, Kerl, komm her. Zack und zack. Ich halte jetzt einfach mal die Fresse. Und mach die jetzt einfach mal platt. Kann er nicht schaden. Oh mein Gott, ich blamier mich so. Naja. Bleib weg da. Ich sollte vielleicht aus ihm rausgehen. Haha! Freigeschaltet Dorf! Warum ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Das kann ich leider auch nicht beantworten. Vielleicht weil es immer nur die gleichen Loops sind, von den gleichen 3 Melodien, die sich die Studios geleistet haben. Boah, ein Dorf. Das ist alles so groß irgendwie. Da passen wir gar nicht dazu. Wir sind voll die Hobbits. NSC, endlich jemand zum Reden. Oder auch nicht. Na du, Riese. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Ja. Das erklärt auch, warum wir so klein sind. Weil wir anscheinend ein Kind sind. Wieder bekannt aus Legend of Zelda. Haha. Lasst mich in Ruhe und spielt mit den anderen Kindern. Spielt mit den anderen Kindern. Ich bin gar kein Kind. Wir sind nämlich der letzte der Drachenritter und wir müssen dafür sorgen, dass wofür eigentlich? Die den Geschichtspart, die in der Aufnahme, in der wir die Story freigeschaltet haben, aufgepasst haben, die werden es euch bestimmt sagen können oder auch nicht. Ich kann mich da nur noch daran erinnern, dass irgendwas den Frieden stört und wir jetzt da sind. Tut mir leid, mit Kind rede ich nicht. Penner. Ah, da ist ein Kind. Dann spiele ich mal mit dem Kind. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Boah, wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Naja, Samen essen und dann groß werden, ne? Überhaupt nicht pervers. Und es klingt ziemlich nach Nebenquest. Oh, sind hier schöne Blümchen? Ach, süß. Das ist schon ein schön gemachtes Dorf. Müssen wir mal gucken, wo wir diesen Samen herkriegen. Im Brunnen, da ist doch der Brunnen. Oh, hi. Na? Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Ja. Böse Zungen würden behaupten, Frauen gehören auch ins Bett oder an den Herd oder so. Brunnen, hallo? Ah, den Brunnen betreten. Vorsicht, dort unten ist es dunkel. Boah. Geheimer Ort im Brunnen. Was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Eigentlich soll man ja nichts essen, was andere Leute weggeworfen haben und schon gar nicht, was man im Brunnenschacht aufgekratzt hat. Aber naja. Wow. Hey! Wir sind erwachsen geworden. Und fett. merkwürdig. Zack! Oh! Hui, hui. Super Animation! Was gibt's hier unten noch? Wahrscheinlich ein Stern. Nein, die Karte Wurm. Wurm, Samen. ich sollte mich zurückhalten. So, oh, schön gemachte Wassereffekte. Der Brunnen scheint es auch voll zu bringen. Aber naja, geh mal wieder hoch. So, jetzt kann ich richtig mit dir flirten hier. Hi. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Ich nicht.
Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Davon wüsste ich aber. In die Häuser können wir nicht reingehen. Und du? Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Kefka war, glaube ich, auch Final Fantasy. Weiß nicht ganz genau, wo ich den hinstecken soll, aber den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Haha, na du Glatzkopf. Willkommen in Papunika. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Ja, du wolltest vorhin nicht mit mir reden, du Kinderfeind. Da kann ich auch nicht rein. Haha, Kind. Erwachsene sind nicht lustig, sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Bla bla bla. Ja, den habe ich ja schon geholt. Merkwürdig. Ah, eine Kiste. Häuser betreten! Ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Hoho, das machen wir echt gern. Was ist das? Da stehen Betten. Die Rettung der Welt mit Heldenkristallen von H. Sakaguchi. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Ich auch nicht. Mein Krampf von A. Zephyros klingt nicht besonders unterhaltsam. Mein Krampf. Ja, da gab es aber schon bessere Witze drüber. Oh, eine Kiste. Gastwirt, falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem fairen Preis. Ja, das überprüfen wir doch gleich mal. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Glees in unserem gemütlichen Gasthaus ausruhen? Ja. Und jetzt wissen wir auch... Oh, Tag-Nacht-Wechsel. Oh, guten Morgen. Oh, ja, wir speichern einfach mal. Jetzt wissen wir auch, dass Glees keine Erfahrungspunkte sind, sondern die Währung in dem Spiel. Gut zu wissen, gut zu wissen. Also Monster töten, um Geld zu kriegen. Was gibt's hier drin? Wie man einen Imuk zubereitet von W. Wald. Lecker. Einen Imuk. Das war noch die... Ich weiß nicht, die hießen Chocobo, glaube ich. Ladeninhaber. Bei diesem Kerl könnt ihr jederzeit eure Gil ausgeben. Ihr habt 50 Glees gefunden. Oh, jetzt haben wir den armen Mann, glaube ich, beraubt. Was gibt's denn hier so? Kaufen. Trank. Langschwert. Kupferrüstung. Phoenix-Daune. Seltene Karte. Zurück. Seltene Karte klingt irgendwie so nach Magic. Da gab's doch auch dann irgendwann diese total seltenen Karten. Übrigens ein geniales Spiel zu Magic rausgekommen. Magic the Gathering 2013. Duels of the Planeswalkers, glaube ich. Ja, da wollte ich eigentlich nicht hin. Wird auch rege gezockt. Ist wirklich eine gute Simulation zu diesem alten Trading Card Game. Nur, dass man sich keine Karten dafür kaufen braucht. Oh, was ist denn in dem Fass da hinten? Da ist bestimmt irgendwas drin. Oh nein, das Spiel hat mich enttäuscht. Maßlos. Diese Tür ist verschlossen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Wir werden es wohl nicht erfahren. Da. So. Noch eine. Die Karte Torque. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Wenn ja natürlich jemand mal Doppelzwilling mit mir spielen würde, wüsste ich, könnte ich euch auch sagen, was das ist. Der ultimative Führer für alles. Von S. Miyamoto. Ein absolutes Genie. Miyamoto, auch ein bekannter Name. Das Medium ist die Massage von Marshall McLuhan. Wie passend. Ha! Und mit dem wurde ich letztes Semester in Journalistik gequält. Ihr habt einen Trank gefunden, super. Ja, Marshall McLuhan, Begründer der Systemtheorie? Oh Gott. Also, falls ein Professor von mir zuschauen sollte, ich hab's wirklich gelernt und ich weiß es auch wirklich noch. In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Verdammt. Nein, Marshall McLuhan, ich habe ihn wirklich gekonnt und ich habe ihn auch wirklich gelernt und war, glaube ich, gar nicht so dröge, das zu lernen, diese Systemtheorie. Auch wenn es relativ trocken ist. Und wenn ein Professor zuschaut, ich hab's gelernt und ich weiß es. Gut. Ja, gehen wir halt mal irgendwo anders. Oh! Ein Slime! Angreifen! 11 Schaden! 6 Schaden! Angreifen! 9 Schaden! Oh. 50 Glees! Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt ein neues Schwert und eine neue Rüstung kaufen. Und dann würde ich sagen, wir sammeln einfach mal ein bisschen Geld.
Auch wenn das jetzt ziemlich langweilig ist, wahrscheinlich mit den Zufallskämpfen. Ah, ein Emuk. Angreifen, Emuk, 7 Schaden. Emuk, angreifen, 9 Schaden. Emuk, angreifen, 9 Schaden, angreifen, Emuk, 6 Schaden. Oh, tot. Ihr habt 50 Glees gewonnen. Juhu. Ein Slime angreifen. Zack, 8 Schaden. Slime angreifen. 6 Schaden angreifen. Slime. 12 Schaden. Tot. Ihr habt 50 Glees gewonnen. Yeah. Und warum ruckelt das jetzt so? Vielleicht ist das Gras hier einfach so hoch. Also an meinem Rechner wird es wohl nicht liegen. Angreifen. Slime. 12 Schaden. Tot. Ha, die werden richtig gut. Ha, 5 Schaden. Ha, komm her, du Slime. 8 Schaden. Und nochmal. Und zack, 10 Schaden. Und du bist tot. Ihr habt 100 Glees gewonnen. So. Und noch ein Zufallskampf. Emuk. Angreifen. 9 Schaden. Angreifen. Emuk. 8 Schaden. Angreifen. Emuk. Zack, 9 Schaden. Okay. Emuk angreifen. Okay, jetzt wird's mir zu viel geruckel. Ich beende mal kurz die Aufnahme hier an dieser spannenden Stelle und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und ich beseitige jetzt erstmal dieses furchtbare Geruckel. Bis gleich, Leute.